Moin Moin Leute, der David hier. Ja, ich setze die nächste Runde gleich direkt hinten dran und zwar nähern wir uns ziemlich dem Ende mit DHK. Ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass ich dann die ganzen Maps gespielt habe. Auf der anderen Seite, ja, habe ich ja dann gesagt, dann gehe ich erstmal auf einen anderen Commander. Mal gucken, ich denke mal, es sieht ziemlich nach Phoenix aus. Jetzt, dieses Mal dran ist nicht ohne mein Kumpel. Nicht ohne mein Kumpel ist, ja, wie auch schon nach des Rounds eine der Zombie-Maps. Ich bin kein Riesenfan der Zombie-Maps, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bonis hier sind echt ziemlich tough. Idealerweise macht man sie mit Lufteinheiten. Solltet ihr es versuchen mit Bodeneinheiten, ist es echt schwer. Mit Lufteinheiten ist das Ganze ein bisschen leichter. Und ansonsten, ja, ihr müsst halt von Shuttle-Punkt zu Shuttle-Punkt. Wenn ihr euch auf diesen Shuttle-Punkt stellt, aktiviert ihr ihn auch. Ich bitte euch darum, solltet ihr mal Slukow spielen, setzt nicht den Sammelpunkt einfach auf dieses grüne Kreisding. Nehmt Bunker mit oder dergleichen, aber aktiviert es nicht, wenn euer Mitstreiter nicht bereit ist. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann, wenn so ein blödes Shuttle überrannt wird, weil euer Mitstreiter auf der anderen Seite der Map aus Versehen so ein Ding halt mit aktiviert hat. Also, wir spielen jetzt nicht ohne meinen Kumpel. Auch eine gar nicht mehr so neue Map. Ich meine mit Nova rausgekommen. Nova ist jetzt auch schon ziemlich, ziemlich lange auf dem Markt. Dementsprechend auch keine besonders, ja, neue Map. Man kennt sie mittlerweile. Immer mal wieder ganz gerne verbuggt, dass die Wellen nicht angezeigt werden mit einem roten Indikator. Plötzlich sind sie in eurer Base. Kann super, super nervig sein, kann aber halt auch einfach total easy sein. Hier spielen wir mit ja, Abatur und DHK leiden unter dem gleichen Prinzip auf dieser Map, nämlich wie auf jeder Zombie-Map geben nicht alle Einheiten Essenz. Das heißt, man hat hier so seine Probleme, seine Einheiten nach oben zu ziehen. Und bekommt dann komischerweise halt seine Einheiten auch später, seine guten. Zu Abatur kann ich gleich ein Wort verlieren, passt natürlich in dem Video ganz gut. Das Video wird ja jetzt erst nächste Woche hochgeladen. Ich habe ja gesagt, ich lade jeden Tag eins hoch und arbeite aber jetzt momentan schon ein bisschen vor. Abatur hat ein kleines oder wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der einen Seite gebufft, nämlich seine Einheiten, auf der anderen Seite sollen seine Evolution, seine Endevolution, also seine Brutalisten und auch seine Leviathane vermutlich genervt werden. Zumindest hat das Koop-Team gesagt. Sie finden, dass Abatur allgemein in einem guten Spot ist, aber dass seine ja, Evolution am Ende vielleicht ein Ticken zu stark sind, weil man nichts anderes braucht als die. Ich sag mal, mit drei Brutalisten, drei Leviathanen und fünf, sechs Queens im Nacken könnt ihr durch eine Map durch. Da braucht ihr nicht mehr. Auf dieser Map kann man verschiedene Einheiten spielen. Das wollte ich vielleicht noch zu DHK sagen. Idealerweise, das ist halt wie oft so, ist das Beste, was ihr mit DHK machen könnt, auch hier wieder Mutalisken. Weil Mutalisken einfach wirklich riesen Vorteile haben. Sie fliegen, was ein Großteil der Zombies gar nicht angreifen kann. Oh. Also ein Großteil der Zombies kann fliegende Einheiten nicht angreifen, was schon mal ein Riesenvorteil ist. Ihr braucht euch hier nicht unglaublich mit DHK stressen, weil DHK hat jetzt zwar hier einige Einheiten gepullt, aber ihr seht das hier, auch wenn das jetzt gerade ordentlich Damage ist, ihr könnt das so ein bisschen kiten, mal eine Einheit fressen, ihr kommt Lebenspunkte technisch wieder sehr stark hoch. Nämlich indem ihr einfach hier die Zombies fresst, die sowieso wenig Lebenspunkte haben. Er möchte, dass ich seinen Dinger nutze. Mache ich gerne. Habe ich tatsächlich gerade einfach vergessen. Sollte man immer machen, wenn man mit einem DHK spielt, dass man seine Giftnässer nutzt. Bringt für ihn doppelte Essenz. Das ist nicht wichtig für mich, aber es ist für ihn sehr wichtig. Ich kann das natürlich jetzt stundenlang machen, aber im Endeffekt bringt das mir jetzt nicht so viel. Ich muss ja halt auch ein bisschen weiter vorne platzieren. Ja, und ich brauche die Heilung halt nun mal auch. Gut, wenn er jetzt mit seinen Einheiten auch schon dahin pusht, dann kann ich das auch tun. Die Schaben sind unglaublich gut. Also auf diesen Zombie-Maps sind sie unglaublich gut geworden, weil sie ein neues Upgrade bekommen haben. Wenn er zu diesem Punkt kommt, ist es halt sehr, sehr einfach. So viel Essenz.
Gut, das ist natürlich auch eine tolle Nummer, aber... Das Schiff versucht ohne sie zu starten. Sie werden es nicht in die Luft schaffen, bevor die Verseuchten dort ankommen. Etwas unternehmen. Er spielt stark auf Schaden. Ja, meine Jumps werden jetzt halt immer stärker, dann passt das auch. Feindlicher Angriff. Verteidigung bereitstellen. Lassen Sie nicht zu, dass die Verseuchten das Schiff zerstören. Das Leben meiner Leute steht auf dem Spiel. Alles gut. Schiff abschlussbereit. Sie können sich jetzt von der Startbahn zurückziehen. Der feindliche Angriff ist unterwegs. Fangen Sie ihn ab, bevor er das Schiff erreicht. Nicht genug Mineralien. Evolution vollendet. Der Zerg, den ich je gesehen habe. Sie sollten ihn vielleicht aus dem Weg räumen. Wenn Arm und Streitkräfte das Schiff erreichen, werden sie es im Handumdrehen zerstören. Lassen Sie das nicht zu. Die Leute auf dem Schiff applaudieren gerade für Sie. Ach, was soll's. Ich auch. So. Detection ist hier halt das Wichtige. Seine Brutalisken wirken überraschenderweise nicht so stark.
Ja, also wie gesagt, wir sind eigentlich ganz gut gesettelt jetzt. Das sieht schon mal alles halbwegs solide aus. Dann kann man hier nochmal so setzen, aber ich glaube, so viel brauche ich gar nicht. Ich habe jetzt momentan auch eh ein Gasproblem als alles andere. Nicht genug Vespin-Gas. Ich brauche auf jeden Fall noch Heilung. Wir brauchen mehr Vespin-Gas. Brauchen wir immer. Aber hier sind wir ja auch komplett gesettelt. Schwarmcluster verteidigen. Sie haben mit der Startsequenz begonnen. Ich weiß, die Leute verlieren die Nerven, aber sie brauchen trotzdem ihre Hilfe. Ach, das passt. Streitkräfte kämpfen mit dem Feind. Das KMK hatte uns Eliminatoren überlassen, wurde sich irgendwie durchgebrannt. Wenn Sie sich um sie kümmern können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das ist jetzt sicher. Aber da draußen sind noch einige, die ihre Hilfe benötigen. Amons Streitkräfte sind auf dem Weg und unser Schiff kann sie allein nicht abwehren. Wir brauchen mehr Vespin-Gas. Ja. Zeit zum Entwickeln. Es wird mehr Vespin-Gas benötigt. Auch das läuft alles. Also hier sind wir schon ganz gut durch. Und Heilung. Treibstoffleitung. Es muss schon bald starten, sonst hat es nicht genug Sprit, um den Orbit zu erreichen. Und da haben wir 3-3 Mutas und das passt dann auch soweit. Unsere Feinde provozieren uns. Der kann auch da noch oben. Das Schiff braucht ihre Hilfe. Ohne sie wird es den Verseuchten nicht standhalten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Panzerung des Schiffes wird den Verseuchten nicht lange standhalten. Sie müssen sie abwehren. Auch nach Hause, wo wir noch mehr von euch haben.
Feindangriff bevorsteht. Sie halten direkt auf eins unserer Schiffe zu. Der Feind bewegt sich zügig auf unser Schiff zu. Verhindern Sie, dass er es erreicht. Die Evakuierung schaltet gut voran. Beschützen Sie nur immer schön weiter die Schiffe. Das läuft auch. Verhindern. Sie haben gerade einen Haufen Leben gerettet. Wir schulden Ihnen etwas. Dann machen wir es so. Es wird nicht lange dauern, bis die Verseuchten durch den Lärm zu Ihnen gelockt werden. Ja, man kann ihn mit der AK ganz schön gut Stress machen. Motoren bei voller Leistung. Das Schiff hat Abbruch. Diese Leute werden es tatsächlich herausschaffen. Schwarmcluster, Angriffsziel. Anrückende Feinde eliminieren. Ja, das ist halt auch Abatur, ne? Da kommt nichts durch. Theoretisch können wir das Ganze gut beschleunigen. Sind wir auch durch. Es sind nicht mehr viele meiner Leute auf dem Planeten. Wir haben es fast geschafft. Unsere Verbündeten.
Das war eine einfache Runde. Aber ich hatte auch einen guten Abatur-Mitschreiter. Abatur halt. Ja, Abatur ist schon wirklich mächtig geworden. Aber wir suffern hier, also es wäre nicht die Idealkombination, die ich jetzt wählen würde, wenn ich mir halt eine Kombination aussuchen könnte, weil ich schon sagen muss, Abatur. Und die Hakam hier gegen auf Zombie Mess hat das gleiche Problem. Ihm fehlt am Anfang einfach unglaublich viel Essenz. Man kämpft sich in den Arsch ab und bekommt nichts dafür. Ein bisschen mehr gekillt, aber das ist egal. Ne? Ich denke mal, die Kills habe ich tatsächlich gerade beim letzten Schiff gemacht, weil ich einfach da zwei Aufgänge, die ich gemacht habe, und er nur die hinten genommen hat, und da waren auch noch meine Mutterlisken. Ich glaube, das sind halt tatsächlich fast die Kills, die jetzt hier gerade so dann zu Buche schlagen. Dass ich ein bisschen mehr produziert habe, liegt einfach daran, dass ich halt auch länger Drohnen in der Mainbase produziere. Das ist, dadurch produziere ich im Schnitt oft mehr als meine Mitstreiter, weil ich halt einfach lange Drohnen produziere. Mit der Hake habe ich über 50.000 Schaden gemacht. Ihr seht hier, obwohl der Hake hier wirklich immens gewütet hat, 58.767 Schaden wurde alleine durch seine ultimativen Evolutionen gemacht. Mehr als der Hake. Also mehr als der Durchschnitt, den ich mit der Hake mache. Das ist schon ziemlich krass. Ne? Also dass die als zu stark empfunden werden, ja, schon. Vielleicht minimal tunen, aber ich würde sie jetzt nicht in Grund und Boden nerven, weil dann verlieren sie wieder ihre Wirksamkeit und Abatur verliert wieder Spielspaß. Bei Abatur ist es halt so, dieses Pac-Man-Spielen ist das, was mich von ihm abhält. Ich mag ihn total gern, ich mag seine Evolution, seine Armee wird mir zu groß und dieses ewige Pac-Man-Spielen, das stört mich immens. Nächste Runde zeige ich euch einen leeren Tumult. Die Map habe ich schon 1000 Mal gezeigt, die kann ich mittlerweile wirklich blind spielen. Das ist eine sehr einfache Map, wenn nicht die einfachste Map überhaupt. Und das letzte Map dann Tempel der Vergangenheit und dann sind wir auch schon durch, Leute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.